So, und zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben, Part 83. Immer noch im Kapitel der Drachenjagd. Bevor ich aber jetzt hier großartig rumeier, nehme ich mal so einen Trank. Ich muss echt nochmal was davon holen. So, wir waren hier hinten beim Steindrachen. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich erstmal auf der Karte gucken, wo wir halt lang müssen. So, hier hinten bei diesem Langgang unten rechts waren wir. Da war der Steindrache bei diesem. Wir gucken ungefähr, ich kann es halt auf dem Bildschirm nicht zeigen. In der Nähe von Xardas alten Turm. Ganz alten Turm. Das ist ungefähr unten. Da ist halt dieses Feuerdingsbums. Ich zeige euch das einfach mal. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich lang muss und ihr müsst hier einfach nur zugucken. Aber vorher möchte ich hier noch mal ein bisschen hin und her laufen und das ein oder andere abgrasen. Voll ausgerüsteter Magier. Vorsicht, hier kommt der Graf. Gibt es natürlich noch ein paar neue Orks, die nehme ich natürlich mit. Na komm her. Oh. Unvorbereitet in den Kampf, ne? War jetzt nicht unbedingt die beste Idee, in diesen Kampf reinzugehen. Aber so viel dürft ihr doch gar nicht mehr rumeiern. Wo ist denn der andere Ork eigentlich hin, den ich... Habe ich da gerade ein Schwert gefunden? Das, was ich gesucht habe. Aha. Weißt du was? Das bringe ich auch gleich direkt hin, bevor ich es jetzt wieder vergesse oder aus Versehen verkaufe. Ich bin ja ein Vollidiot. Warum nehme ich nicht den Teleport zur Burg? Dann kann ich auch gleich nochmal pennen gehen. Dann bin ich nämlich wieder voll. Hey, ich habe dein Schwert gefunden. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf. Cool. Zeig mir. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Das war doch schon vorher klar. Geschick und Stärke. Ich kann dir nichts mehr. Na super. Ein gut. Das ist doch schon lange bekannt. Noch mehr Ärger. Hat mir das irgendwas gebracht? Nein, hat's nicht. Naja, gut, wenigstens. Ein paar XP. Gehe schon mal pennen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Super. Ah, das wirkt noch. Cool. Also schlafen verringert jetzt nicht die Zeit des Sprintens. Gut, muss ich nicht mehr nachgucken. Ich hatte echt irgendwie gedacht, das wäre woanders. Aber na gut, von mir aus. Will ich mal nicht so sein. Aber dieser eine Ork, den ich mit meinen Feuerbällen da geschlachtet habe, ist echt traurig, dass der wieder mit Full Life irgendwie zurückgekommen ist. Der Steinwächter, ey, ich fasse es immer noch nicht, dass der Steindrache eine so krasse Regeneration hatte. Boah, das hat mit den Steinwächtern, hat uns schon echt gut den Arsch gerettet. Gibt's hier oben sonst noch irgendwas? Nö, ne? Ich habe hier alles abgegrast. Gut. Hier hoch wär's Richtung. Hier oben ist der Feuerdrache. Aber wie ich schon sagte, ich will da eigentlich erst nochmal. Oha. Yo! Vergiss es! Alter Schwede, was geht denn hier ab? Boah, nee.
Ja, super. Bringt natürlich nichts, ne? Was ist das denn? Was ist denn das für ein Bug? Ich weiß nicht, ob ich das riskieren will. Kann ich die irgendwie so ein bisschen... Ja, ja, komm hoch. Okay, ein Org ist kein Problem. Das war jetzt wirklich Glück, dass ich das so hingekriegt habe. Super, den ganzen Mana-Vorrat verballert, nur um halt mit keinem einzigen Feuerball zu treffen. So, komm, dann nehme ich mal so ein Ding. Von denen habe ich ja auch genug, da muss ich jetzt nicht zurück, um zu pennen. Wird schon. Ich habe immer noch so viel. Stimmt, die Wagen interessieren sich ja jetzt nicht für die. Na komm her, Ork. Gut, war jetzt nicht unbedingt meine Glanzleistung. Ich wusste nicht, dass der Ork auf einmal da auch noch antanzt. Aber na gut. Zur Burg. Wächter erschaffen. Mittlere Wunden heilen. Komm, nehmen wir mal das da. So viel Mana habe ich ja jetzt nicht verbraucht. Habe ich eigentlich schon hier oben? Gibt es da noch bestimmt irgendwo was? Oder kann ich hier nur hochklettern? Ich meine, hier oben gibt es noch irgendwie so eine Art Höhle oder so. Aber ich kann mich auch irren. Deswegen gucke ich einfach mal nach. Okay, sieht aber für mich nicht so aus. Gut, da will ich jetzt nicht lang. Kameraführung! Hallo, Ork! Ah, ja, hier gibt es richtig krassen Respawn. Finde ich eigentlich ganz geil. Weißt du was, da renne ich jetzt einfach rein. Komm. Super. So, was mit dir, Ork-Schamane? Hä? So, aufs Maul? Komm her. Natürlich willst du aufs Maul, du bist so programmiert. Super. Nichts zu wollen. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass da Respawn so krass ist. Aber gut, warum nicht? Mehr zu tun für uns. Hier ist nichts, das hatte ich schon, ne? Ja, hatte ich, okay. So, ihr bösen Buben. Ist jetzt die Frage, möchte ich schon zum Stein... zum Feuerdrachen oder nicht? Muss er sagen, eigentlich nein. Hier gibt es nämlich noch einiges zum Abräumen. Das Minental ist nämlich größer. Wie gesagt, bei unserem ersten Besuch waren wir noch nicht stark genug, um da ein bisschen aufzuräumen. Das ist ja jetzt schon wieder ganz was anderes.
Okay, sind nur die zwei. Nichts zu holen. So, will ich mich noch mal heilen? Komm mal her. So, ich möchte natürlich jetzt, wie gesagt, ich bewege mich jetzt etwas vorsichtig voran, weil ich weiß echt nicht, was für Kreaturen hier mittlerweile warten. Gibt ja nach jedem Kapitel gibt es ja Respawn. Ist halt die Frage. Hier zum Beispiel drei Stück von denen auf einmal, damit werde ich mich nicht anlegen. Dann muss ich gucken, dass ich die irgendwie anders da trigger. Oder ich könnte die, könnte den Wächter so ein bisschen spielen lassen, obwohl die sehen, sieht eigentlich ganz gut aus. Muss nur einer mich sehen, dann sollte das kein Problem sein. Ich glaube, den hier, der hier die ganze Zeit rumläuft, den kann ich so ein bisschen einzeln triggern. Ja. Darf den nur nicht angreifen. Ja, jetzt müsste ich weit genug weg sein. Da ist nichts zu. Okay, dann will ich mal speichern. Warum eigentlich nicht? Den glaube ich nämlich mit Feuer angreife, greifen beide an. Na komm, ich mach's lieber safe. Na komm. Komm zu Papa. So. Bei dem laufe ich jetzt einfach auf ihn mit Gebrüll. So, im zweiten Kapitel habe ich ja erzählt, dass man da unten diese Leute da einfach hätte klatschen können, weil die sowieso sterben werden. Da werde ich jetzt mal hingehen, wird mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Da ist nämlich nicht alles in Ordnung. Im vierten Kapitel gibt es nämlich so einen krassen Ork-Respawn. Dass ja alle halt dort, die dort rumlaufen, platzen. Wirklich nur ein Ork. Ist nicht ein bisschen lahm gedacht. So, treffe ich ein. Perfekt. Na, der Feuerball macht gut Damage bei denen, ne? So, wir kriegen ordentlich XP hier. Das freut mich. Guck mal, wir sind schon Level 38. Wir müssten auch bald Level 39 sein, oder? Eigentlich nicht, oder? Also der Diego, der hat es richtig intelligent gemacht. Der ist hier nicht zu Unrecht abgehauen. Ja, komm! So, die zwei Wagen ist ja kein Problem. Ich heile mich jetzt erst noch einmal, dann trinke ich nochmal einen Mana-Trank. Ja, 109. Komm, da können wir auch so einen trinken. Und dann machen wir den Krieger mal mit einem Feuerball platt.
Na komm her, Schamane. Hm? Ich verstecke mich hinter dem Stein, dann kommst du an. Ja, ich bin außerhalb von deiner Range. Na komm, auf. Ja, das war doch gut. Hier nach links bin ich freiwillig nicht gegangen. Das hat ja ein bisschen, das war ja klar. Jetzt will ich mal gucken, was hier noch zu finden ist. Wie lange nehmen wir? 15 Minuten. Das ist eigentlich in Ordnung. Ja, so halbe Stundenparts sind eigentlich ganz okay. Auf der anderen Seite, wenn ich die als Premiere mache. Ich will natürlich jetzt nicht jeden Part als Premiere machen, weil das natürlich auch nerven kann. Aber auf der anderen Seite, so ab und zu mal so ein Premiere-Part. Ich glaube, das müsste ich mir dann echt vorher überlegen. Ich würde es einfach auch so machen, dass ich, wie heißt's, dass ich einfach so im Spielen einfach mal gucke, wie läuft's gerade so und wie läuft es, ja, wie habe ich halt gerade Bock drauf. Und wenn ich halt zwischendurch einen Part habe, wo ich sage, jo, jetzt habe ich aber mal Bock auf ein Stündchen, dann mache ich das und den mache ich dann einfach als Premiere. Ich denke mal, so kann man gut mit hantieren. Hier müssten doch eigentlich auch wieder respawnen sein. Butlerfleisch. Habe ich den nicht beim zweiten Mal? Nee. Gut, ich nehme einen davon. Ja, ich habe ja gespeichert. Komm, was soll der Geiz? Mal gucken, wie viele jetzt kommen. Achso, hier habe ich schon mal aufgeräumt. Okay, glaube ich. So, ich weiß, immer diese so und und hast du nicht gesehen. Aber hier ist jetzt alles fertig. Super. Feuerdrache möchte ich eigentlich noch nicht. Ich würde gern erstmal hier ein bisschen aufräumen. Hier war ich mit dem Diego schon mal, ne? Wer sich erinnern kann. Mit dem alten Haudegen. Habe ich hier nicht gelootet? Was war das denn? Rabenschädel. Krass. Einhandwaffe. 11 Stärkepunkte zu wenig. Der ist genauso gut wie das edle Bastardschwert. Vom Schaden her. Aber der Rapier ist natürlich geil, ne? Einhand-Talentbonus 8 sogar. Ist die Frage. Der Rapier, den würde ich ja, wie gesagt, mit 100 Stärke. Das hat halt 130. Ist alles ganz geil, aber okay. Hier hat irgendwie ein Drachenjäger sein Glück versucht, aber hat sein Grab gefunden. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, beim ersten Mal geklappt. Super, als hätte ich es gewusst. Ja, blöd gelaufen, ne? Gut, ich dachte, ich hätte es schon gelootet, aber ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Hier gehe ich gleich weiter. Ich würde nämlich gern erstmal hier links lang. Was von draußen? Ja, es ist okay. Ich habe nämlich eben mal kurz das Mikrofon ausgemacht, um mal was zu gucken. Jo. So, Ja, hier gibt's viel zu holen. Okay, den einen habe ich aggro. Komm mal weg von deiner Herde. Hier hin zur Wand. Na komm.
Hier lang? Ja, ja, ja. Nichts zu holen. Perfekt. Das war perfecto mundo. Na komm her. Komm. Ich lege mir mal hier hin. Ja, die Wand ist steil genug. Komm. Put, 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 put. Happa, happa von Papa Nappa. So, waren das mehrere oder sind hier wirklich nur drei? Das sind noch normale Snapper. Ja, komm, passt schon. Das war jetzt, ja, auf freiem Feld sind die wesentlich schwieriger, als wenn man die so ein bisschen an die Wand haut und die Rückschreckanimation halt ausnutzt. Ich glaube, hier. Hallo, Snapper, Snapper. Ja, die sind ja jetzt echt easy, ey. Oh, hier gibt es noch Dunkelpilze, das war richtig wichtig. Während ich hier bescheiden anfange, vor mich herzureimen, lasse ich euch leiden, indem ich euch meine Meinung werde aufleimen. Ich kann düsten was. So, was laufen wir hier? Eine normale Steinplatte, alte Steintafel. Die können wir an den Watras wieder schicken. Der nimmt sie uns ab. Skelett! Boah, der hat einen Zweihand in der Hand. Ja, hier ist echt Kack am Dampfen. Aber es geht. Aber natürlich hier Skelette sind natürlich easy zu machen mit unserem Feuerball. Sollten wir mal aufräumen. Oh, Dunkelpilze. Das bedeutet, es kann passieren, dass wir bald wieder Mana bekommen. Da ist bestimmt eine schöne Quest. Aber, da ich ein kleiner Egoist bin, super, so eine Kackwurzel, weißt du? Was ist das für ein Vieh? Weißt du was? Das mache ich anders. So, dann trage ich so eins. Ich habe gespeichert, ne? Alter, was geht denn hier ab, ey? Schattenläufer-Skelett. Hier geht's aber echt hier die... Alter, hier in diesem Ort ist echt die Kacke am Dampfen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen, aber Butlerfleisch ist hier noch. Gibt's hier wenigstens irgendwas Besonderes? Ich wette mit dir, nein. Schattenläufer-Skelett. Alter Schwede, gibt's hier auch. Ja gut, das ist hier der... Ich wusste, dass das Vieh hier ist, aber ich verwundere mich trotzdem gerade... Es ist immer wieder ein erstaunlicher Gegner. Weil das Vieh gibt es nur einmal. Ja. Hier im Spiel. Es wäre cool, wenn es eine Belia-Rune geben würde. Aber, naja. Gut, Schattenläufer-Skelett. Hier geht es auch später irgendwie, glaube ich, zum Dingsbums. Also, was heißt später? Waldbeere. Ich will ja erstmal hier aufräumen, wie ich kann. Nee. Ich hab nicht genug Mana. Na, ich trink mal von denen. Gibt's hier noch irgendwas?
Oh, okay, den hätte ich mit zwei Feuerbällen fertig gemacht. So, da steht jemand. Das möchte ich aber später erst machen, wenn ich hier aufgeräumt habe. Nicht, dass der irgendwie stirbt oder so. Aber ich glaube, der bewegt sich eh nicht. Schon wieder eins von diesen Biestern. Das war's mit dir. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, geil. Da ist nichts zu holen. Schön. Die gucken in die andere Richtung. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Hier noch Skelette? Nein, gut. Gucke ich später nach, weil hier kommen wir, wie es aussieht, in die Eisregion. Und die möchte ich noch nicht, weil nach dem Feuerdrang kommt ja die Eis... Dingsbums. Die Eisregion. Mit dem spreche ich noch nicht. Da vorne gibt es nämlich auch noch was. So, gezielte Feuerbälle ist natürlich gegen die Untoten. Hey, wer kräht denn hier so laut? Hier ist noch ein Suchender. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Da ist der. Ja, das machst du gut. Du bist ja jetzt echt kein Hindernis mehr für mich. Was hast du denn hier gemacht? Eine Rune? Was haben wir denn da für eine Rune gefunden? Ein Eispfeil. Mana kosten 10, Magieschaden 50. Ja, der Feuerball ist viel besser, aber so ein Eispfeil ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Für später, wenn wir Gegner haben, die zum Beispiel gegen Feuer resistent sind. Ich glaube... Stängel-Sumpfkraut. Das muss natürlich sein. Ich glaube, hier falle ich runter. Ja, okay, sonst ist hier nichts. Es wäre cool, wenn er was Besonderes haben würde oder irgendwie was. Ja gut, er hat ja die Rune bewacht, ne? Gut, 28 Minuten, das ist soweit auch wieder in Ordnung. Irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht runter sollte. Aber jetzt möchte ich erstmal mit dem da oben quatschen. Vielleicht hat er mir noch irgendwas Besonderes zu sagen. Nein! Nein! Ja, ich weiß, ihr wollt nicht, dass ich da runtergehe. Ich werde da trotzdem runtergehen, damit ihr euren Frieden habt. So, vorher nochmal ein paar Pilze essen. Natürlich Rohr, die man auf dem Weg findet. Hier, Krypta, ja. Überall liegen Skelette rum, da wachsen Pilze. Und das Erstbeste, was du machst... Spachteln. Trank, Wasser, das muss... Na gut, Wasser ist eigentlich immer ganz in Ordnung, aber... Anger, speichern. Vielleicht kann ich dem... Hab dich abgezogen. Geil. So, jetzt muss ich mir erstmal was zu trinken einschicken. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Angar. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Angar. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht.
Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Das ist natürlich immer ärgerlich. Die Bruderschaft des Schläfers ist dem Bösen verfallen. Deine ehemaligen Freunde aus dem Sumpflager wandeln in schwarzen Kutten über das Land und sind ziemlich sauer auf alles, was sich bewegt. Wovon redest du da? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Sie dienen jetzt dem Feind und sind nur noch seelenlose Krieger des Bösen. Bei allen Göttern hätte ich mich doch nicht so blenden lassen. Das wird mir niemals wieder passieren, das schwöre ich. Das will ich auch hoffen. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Es muss hier irgendwo sein. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Ich weiß, wo das ist. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Stimmt irgendwas nicht? Hörst du das? Ich habe noch nie in meinem Leben so ein fürchterliches Geräusch gehört. Was meinst du? Ich höre nichts. Die ganze Umgebung hier stinkt nach Tod und Verderben. Die verfaulten Kreaturen bewachen den Felseneingang zur Gruft da vorne. Etwas Grauenvolles verbirgt sich darin und schickt seine Schergen an die Oberfläche dieser Welt. Ich bin mir fast sicher, dass mir mein Amulett hier irgendwo abhanden gekommen ist. Was verbirgt sich in der Felsenhöhle? Irgendetwas lässt mich nicht an diesen Felseingang heran. Wird von einer magischen Kreatur bewacht. Ich habe es nachts die Gegend absuchen sehen. Ein abscheuliches Wesen. Es schwebt zwischen den Bäumen hin und her. Und man hat den Eindruck, dass es alles Leben in seiner Umgebung aufsaugt wie ein Schwamm. Ich werde es versuchen. So, wir gehen jetzt hier hin und alles ist gut, aber ich glaube, darunter geht er nicht. Das macht er nicht, der Bub. Ich mach den Skill. Das war mir klar. Der beschwört nämlich ganz viele Skelette. Das gefällt mir nicht. Hallo, ich würde gerne mal raus. Danke. Nur Tod und Verderben. Warte mal. Warte doch mal. Ich hab dein Amulett gefunden. Dein Amulett, Danke. Bro. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Was hast du nun vor? Nichts wie raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb. Warte mal. Okay, gut. Das war nicht so geil. Ich hätte eigentlich das andere nehmen sollen. Jo. Nichts zu plündern. Kohle, goldene Schale. Gibt's hier auch ein Bett? Nee, ne? Schade. Gut, auf der anderen Seite, wer will denn schon links? Rechts. Auf der anderen Seite, wer will denn schon in so einer komischen Krypta schlafen? Buchständer, was sagst du denn hier? Zu mir. Achso, Alchemie, okay.
Trank, Skelettmagier, den habe ich gelootet. Was steht hier? Hoffentlich irgendwas Interessantes. Nee, ne? Jagd und Beute, okay. Hallo, du musst nicht zurückblättern. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand reinkommt. Aber was haben wir denn gefunden? Oh, geil, Elixier des Geistes. Nice. Was haben wir hier drin? Ein Gehstock, okay. Nichts Besonderes. Gut, hat sich aber gelohnt. Doch, doch, kann man so sagen. Krautmäßig auch nichts Besonderes. Schade, ein Kronenstöckel oder so wäre schön gewesen. Aber dafür ein Elixier des Geistes. 169 haben wir jetzt. 169 Mana, super duper. So, dann mache ich mich nochmal heile. Ich glaube, ja, ich denke mal, diesen Part werde ich als Premiere machen. Dann mache ich nämlich ein bisschen länger. Jetzt haben wir auch die Schreie auf... Nee, haben sie nicht. Okay. Dann werde ich mich trotzdem mal auf den Weg machen. Aber ich werde noch nicht zum Dingsbums gehen. Stufe man eigentlich Maximum erreichen kann. Okay. Okay. Oh, speichern. Meine Güte. Ah, ich habe eine Idee. So, Wächter, geht mal da drauf. So, Trollfälle sind platt. Super, hier lebt sonst wahrscheinlich nichts mehr. Aber bevor ich jetzt jemanden treffe, den ich vielleicht nicht töten möchte. Die Steinwächter sind echt nicht schlecht, ne? Also die normalen Steinwächter, easy, kein Thema. Aber so ein beschworener Steinwächter, die halten schon was aus. Also die kann ich schon echt benutzen, um den einen oder anderen und das ein oder andere. Also die haben mir beim Steindrachen gut geholfen, jetzt bei dem Troll auch. Doch, ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Okay, hier sehen wir erste... ersten Dingsbums in Sachen Eisgegend. Also hier die Eisgegend, das ist nur eine das ist aus dem ersten Teil das neue Lager sozusagen, wo auch Lee mit seinen Söldnern da in dem Sumpf so ein bisschen rumgeeiert ist. Das war eigentlich ziemlich gutes, fruchtbares Land. Der Eisdrache hat es jetzt natürlich in eine Eisgegend verwandelt. Und das ist auch die härteste Gegend, soweit ich weiß. Aber auch die interessanteste. Also da gibt es viel zu erkunden, viel zu entdecken und so weiter und so fort. Und macht gut Spaß. Aber soweit sind wir ja noch nicht. So, eine Steintafel haben wir gefunden. Das Spiel versorgt uns. Armbrustschütze, ja, das bringt mir nichts. So, was war denn das jetzt? Okay. Nehme ich mal zwei von denen. Ja, 169, super. 48 von den Dingsbums, von den Dunkelpilzen. Wenn ich 50 habe, fresse ich die wieder natürlich.
So, jetzt muss ich nur noch gucken. Ich will jetzt diesen Weg einfach nur noch mal abklappern, um zu gucken, ob hier noch irgendwelche Viecher rumeiern, die wir, an denen wir unsere Klinge ein bisschen schärfen. Mein Rapier dürstet es nach Fleisch. 99 Stärke ist jetzt nicht viel. Ich bin ganz froh, dass ich so einen Kampfmagier gemacht habe, weil reine Magier sind, glaube ich, ein bisschen extrem. Gut, jetzt geraten wir hier in das Sumpfgebiet. Von daher können wir dann beruht zurückrennen. Bei der nächsten... Bevor ich die nächste... Nach diesem Part werde ich hier nochmal eine gewisse Pause machen und mir nochmal ein paar Tränke holen, dass ich hier ein bisschen durchrennen kann. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Diesen Part werde ich als Premiere machen, weil ich hier nochmal ein bisschen was abklappern möchte. So, hier haben wir alles abgeklappert. Das ist wunderbar. Jetzt gehe ich nochmal zurück in dieses Lager. In diese Schürfstelle. Da müsste jetzt auch einiges, da müsste auch die Kacke am Dampfen sein, wenn ich mich recht entsinne. Da kommt her, Orks. Hm? Komm, zwei. Passt. Was war das denn für ein Schlag? Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Ja, Dunkelpilz und Butlerfleisch. Die Frage ist, komme ich hier wieder raus? Ja, ne? Müsste eigentlich. So, deswegen will ich mal speichern. Ich glaube nämlich, hier gibt es noch einige. Hier gibt es noch ein kleines, das ein oder andere Zeug zu finden. Ich will mal gucken, ob ich das so ein bisschen, ob ich da so ein bisschen tricksen kann. Ja, so richtig kann ich jetzt nicht tricksen. Aber ich meine, hier gäbe es noch Zeug. Hier. Goldener Kerzenständer, Trank. Was denn für ein Trank? Ja, kann nichts Besonderes. Okay. Das ist die alte Orkbrücke, die eingestürzt ist. Ansonsten gibt es hier nichts zu finden. Ne? Schade, ich dachte hier so ein Permanenttrank oder so wäre schön gewesen. Hätte ich jetzt nicht abgeschlagen. Ja, die Robe ist nass, ne? Drachensnapper, hallo. Ist nur einer, ne? Perfekt. Ja, da unten geht halt hier Rambazamba, ne? Und gegen, ja, gegen den ganzen Ork-Scheiß da unten haben die Viecher natürlich, haben die Menschen natürlich da unten keine Chance. So, dieser Ork ist aber speziell. Warum sitzt er ein bisschen ab? Urshak! Hey! Krotok, Javard! Morte, ich dich wiedererkennen. Du Freund-Mensch, mit weicher Stimme. Freund töten bösen Dämon Krushak.
Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urschak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urschak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urschak. Urschak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urschak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Was verbirgt sich hinter dem langen Ork-Zaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg. Verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Was hast du jetzt vor? Urschak warten auf Ork-Spätrupp. Zu bringen Urschak zu Hoshpak. Wer ist Hoshpak? Sein sehr großer Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Warum gehst du nicht zu ihm? Urschak, den habe ich schon geklatscht. Versuchen zu bekommen wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpak nicht erhören Urschak. Orks töten Urschak, wenn sehen ohne Spätruf. Urschak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben Glück heute. Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Hoshpak kann kontrollieren Ork-Krieger. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Lushaso, mein Herz tragen schwere Last. Urschak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urschak Würde von Schaman. Ich verstehe. Hoshpak war dein Mentor. Urschak muss nun tragen Bürde der Trauer und bringen Hoshpak letzte Ehre. Urschak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urschak traurig, wenn Freund Mensch auch. Ja, der wird sauer, wenn wir wissen, dass wir den geklatscht haben. Freund, besser gehen. So, jetzt gehe ich mal da runter, klatsch mal die Orks. Loot die Menschen, die kannst du natürlich leider nicht, da kann man nichts machen. Er hört jetzt, wenn er, der geht jetzt zu dem Platz, wo wir den Hoshpak geklatscht haben, wo wir auch Pharaohs Schwert gefunden haben. Und der hörte angeblich von den Orks, die da nicht mehr sind, dass wir den geklatscht haben. Und dann ist halt Hoshpak sauer. Oh, komm her, auf. Keine Ahnung, warum der mich aggro hat. Was ist denn das für ein Spacken? So, jetzt muss ich hier echt aufpassen. Weil hier sind nämlich drei Stück von den Viechern. Gut, einen habe ich aggro. Ich will auch wirklich nur einen haben. Weil zwei Stück sind, glaube ich, ein bisschen brutal. Auch wenn ich die an die Wand glitsche. Ich habe immer noch Respekt vor den Viechern. Bin ja auch nicht unbedingt viel stärker geworden. Level Up bringt hier halt, was das angeht, gar nichts. Na, es gibt jetzt keine Stärke dazu, sondern nur Lernpunkte. 59, wir sind Stufe 39, krass. So, und den klatschen wir jetzt einfach so weg. So, aber wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir ja schon echt alles gelootet haben. Ja,
hatte ich, okay. So, jetzt muss ich mich nochmal heilen. Na, die Minenstelle tut mir natürlich da unten leid, ne? Die sind jetzt ganz schön alle am Arsch. Da lebt nichts mehr. Was zumindest freundlich gesinnt ist. Haben jetzt nur noch ein paar Orks rum. Gut, der eine ist irgendwie festgeglitscht, weil er uns nicht gesehen hat. Der andere Ork hat halt ordentlich auf die Backen gekriegt, das ist gut. Ja, der Schamane kann nicht mal kreuzweise. Wichtig ist diese Kack-Elite. Oh, lass mich doch mal in Ruhe looten, ey, meine Güte. So, okay. Nichts zu holen. Das war akzeptabel. Wir müssten doch normalerweise noch mehr rumeiern. Ja, hier ist halt alles tot und die Leichen sind halt despawned. Schade, ich hätte die gerne noch gelootet. Billgott! Oh cool, er hat einen Apfel. Wie viele Äpfel habe ich denn jetzt? Ein. Super. Gibt's hier noch jemanden in der Mine? Nee, ne? Sind alle hinüber. Diese verdammten Orks. Hier laufen noch ein paar Drachensnapper rum. Um die kümmere ich mich gleich. Kann ich jetzt endlich hier an die Truhe? Habe ich das schon? Ja, habe ich. Okay, beim letzten Mal waren die ja nicht sauer. Stimmt, ich glaube, wenn du als Seltener hier dran gehst an die Truhe, dann musst du echt warten, bis die Typen hier alle down sind. Aber wenn du nichts zu plündern als Dingsbums hier lang gehst, als Magier, erstmal speichern. Den Drachensnippern halt nicht über den Weg. Zwei Stück. Ich glaube nicht, dass ich zwei Stück schaffe. Einzeln, wie gesagt, das ist kein Problem. Aber wenn die zu zweit sind, kann der eine halt ungehindert angreifen. Und das macht die Sache zum Problem. Siehst du, auf offenem Gelände machen die so schon ordentlich Schaden, so dass ich Probleme bekomme. So, die stehen fast ineinander. Okay, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich echt Glück gehabt. Da ist der alte Turm von Xardas. Ja, Xardas hat ja jetzt mehrere Türme. Das ist der alte Turm aus dem ersten Teil. Und im ersten Teil gab es ja nochmal einen alten Turm von Xardas. Ist eigentlich blöd, dass die da kein Bett haben oder so, ey. Also entweder haben die Spieleentwickler damals wirklich mitgedacht und wussten, dass man sich heilen kann. Das war genau der Apfel, der gefehlt hat. Oh, schön. 100 Stärke. Nice. Aber ich kann nur nichts Neues tragen. Ja. Macht aber nichts. So. Darüber möchte ich
Da hinten. Ja, das könnten wir eigentlich alles auf einem Weg machen. Das könnte ich auch noch in diesen Part packen. Dann mache ich das wirklich hier mal als, na, wie heißt's? Ich muss jetzt hier eigentlich durch den Sumpf, ja. Ja, komm, das ist der kürzeste Weg. Macht man natürlich normalerweise nicht, weil Sumpf halt echt gefährlich ist. Vor allem mit so vielen Pflanzen kann man sich normalerweise im echten Leben ganz schnell verschlingen. Und dann ist man ganz schnell in einer prekären Lage. Belia-Statue, die interessiert mich nicht. Was haben wir hier? Ork-Axt, yay! Knochen eines Skeletts. Ja, im Xathas-Turm, da ist natürlich auch hier die Kacke am Dampfen. Spruchrolle. Ja, brauche ich nicht. Ich bin Magier. Ich habe eigentlich von den Zaubern mehr als genug. Also bis jetzt bin ich mit meinen Zaubern sehr zufrieden. Will ich schon Xathas-Turm oder möchte ich erstmal das andere? Goblinbeere. Ja gut, die esse ich einfach. Oha. Oh, jetzt eine Feuerregenrune, ey. Das wäre Traum. Aber Alter, guckt euch die Viecher an. So, den kriege ich jetzt. Da muss ich echt geschickt vorgehen. Gut, ich will nur ein Akro ziehen. Komm her. Komm, put. Ein bisschen weiter weg von den anderen, dass sie ja schön nichts mitkriegen. So, bevor ich mich jetzt irgendwie heile oder so, möchte ich gerne nochmal speichern und hoffen, dass ich mit meinem Lebensbalken soweit klarkomme. Na komm her. Wirklich mal, ob ich mit dem Kram halt so ein bisschen zurechtkomme. Ich versuche hier so ein bisschen ranzulocken. Ah, super. Hat doch schon geklappt. Haben wir so eine kleine Horde Drachensnapper locker mal platt gemacht. Ja, jetzt fängst du an zu rennen. Okay, das war zu knapp. Ja, komm, von denen trinke ich einfach noch mal ein paar. So viel wie wir können. Was habe ich denn auf der 5? Gar nichts. Doch, das Goblin-Skelett. Vielleicht macht der Eispfeil bei einem Drachensnapper mehr Damage als ein Feuerzauber. Müsste eigentlich funktionieren.
Yo. Okay, der Eisfall ist gut gegen Drachenkreaturen. Super. Muss ich hier aber... Wie lang muss ich sowieso, glaube ich? Ich speichere mal ab und guck mal, ob ich hier irgendwie mit dem Eispfeil was machen kann. Es wäre cool, wenn nicht direkt alle kommen würden. Yo. Das ist gut. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein junger, wie ein kleiner Spatz auf der Hand und werde den Eisfall weiter benutzen, um die Drachensnapper zu klatschen. Das ist super duper. Jetzt hoffe ich nur, dass mich in der Höhle nichts Böses erwartet. Alles. Hier habe ich auf jeden Fall alles abgeklappert. Die Frage ist nur, gibt es hier irgendwelchen Respawn? Ja, Respawn gibt es. Warum habe ich diesen Lederbeutel hier vergeigt? Habe ich ihn nicht richtig aufgeräumt? Also auf, hier war ich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, warum habe ich hier nicht richtig aufgeräumt? Oh, die sind auf ein Minecrawler-Nest gestoßen. Ist natürlich doof, ne, wenn man zu tief in den Berg gräbt und weiß, hier gibt es auch Kreaturen. Goldene Schale, ey, was habe ich denn hier alles übersehen? Ja, so ein Minecrawler Warrior ist natürlich jetzt echt nichts mehr. Gut, war jetzt nicht so viel, was ich hier übersehen hatte, aber die paar Drachensnapper waren es eigentlich wert. XP sind XP, ne? Der Eispfeil hat es echt gebracht. Der bringt es gegen die Drachenkreaturen voll. Das ist super, aber ist natürlich verständlich. Hier ist noch was. Man weiß nie, wann man es brauchen kann. Gut. Ich könnte natürlich hier jetzt weitermachen. Ja, komm, passt schon. So, dann komme ich hier raus. Ist hier irgendwas, irgendein Respawn oder so? Irgendwas? Ist jetzt die Frage. Den jetzt die ganze Zeit treffe, ist es kein Problem. Hallo Drachensnapper. Na komm her, auf. Komm, hier bin ich. Hm, Busch. Ich will dich doch nur platt machen. Super. Ansonsten gibt es hier nichts. Gut, hier oben ist halt wie gesagt der Dingsbumsdrache. Möchte ich hier aber nochmal abklären.
klappern. Hier gibt es nämlich auch noch was. Das ist wirklich der alte Turm von Xardas sozusagen. Gibt es nämlich noch das ein oder andere zu entdecken. Hier liegt auch noch ein toter Drachenjäger. Wie war der auf der Flucht? Was geht denn hier ab? Also hier gibt es nämlich noch einiges zu entdecken. Ach komm, Baran. Jetzt, Busch. Du bist ja jetzt wirklich nichts mehr. Also hier gibt es nicht ganz so viel zu entdecken. Nur dieser Turm ist halt noch ein bisschen verräterisch. Ah, hier war ich schon. Okay. Ah, hier war ich echt schon. Okay. Ich glaube aber, habe ich das beim letzten Mal gemacht? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier noch so einen unterirdischen Gang gab. Nee, okay, dann halt nicht. Dann war das im ersten Teil. Ich war mir da nicht mehr ganz so sicher, ob es da noch irgendwo unterirdisch einen Zugang gibt. Nee, gibt's nicht. Okay, gut. Dann habe ich mich vertan. Okay, dann könnte ich so Xardas neuem alten Turm. Nämlich hier der große. Da sind nämlich auch noch einiges zum Klatschen. Vielleicht kriege ich ja dann Level ab, dann sind wir Stufe 39. Wir sind schon im Endlevel-Bereich. Bin hier echt krass am Farmen, was das Zeug hält. Wie lange sind wir denn jetzt schon in der Aufnahme? Eine Stunde 10. Ja komm, Stunde, eineinhalb Stunden kann man ruhig mal machen. Für eine Premiere. Dann mache ich nämlich jetzt noch Xardas Turm. Und dann beende ich diesen Part. Muss mal gucken, kann ich mir eigentlich Hallo Blutfliege. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, warum nämlich hier... Gibt es nämlich auch noch Suchende. Aber hier möchte ich echt gut aufpassen. Ja, mit dem Feuerdingsbums, ist klar, ne? Was suchen die denn hier bei Xardas seinen alten Turm? Es war schön, dass hier Tränke zu finden sind, aber bringt halt alles nichts, weil das jetzt nicht unbedingt Tränke sind, wo man sagt, jo, die sind es wert. Wenn es jetzt so ein Elixier des Lebens wäre oder so, wäre das schon was Geileres. Oder so ein reines... Das ist ja grausam mit den Fliegen hier. Gibt's hier oben wenigstens irgendwas? Nö. Nur ein paar Blutfliegen. Yay. Nee, da hoch komme ich nicht.
Hey, ich habe einen Trank der Geschwindigkeit gefunden. Coole Sache, das. Hallo. Da ist er. Ja, da ist er. Das ist ganz super. Ja, wieder Mana. Super duper. Gibt es hier eigentlich irgendwas in dem... Einfach mal reingehen. Man weiß ja nie. Nö, so richtig gibt's hier nichts. Okay. Die Frage, komme ich jetzt hier auch wieder raus? Hallo Frösche, quack, 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 quack. Ich will hier raus, danke. Nö, gibt's nix. Feuerwarane. Wie gesagt, den Turm erkunde ich noch und die Gegend und dann gucke ich einfach mal, was wir danach machen können. Ich habe hier doch was glitzern sehen. Bogen, Ring und Pfeile. So, was haben wir denn hier für einen Bogen gefunden? Normaler Bogen. Und ein Ring. Gut, dann will ich da unten diese Feuerwarane nochmal klatschen. Ist nur einer, oder? Ja, super. Und dann geht's ab zum Turm. Da muss ich ein bisschen mit vorsichtig arbeiten. Hier ist noch einer. Hier sind noch zwei. Na komm, hm? Warte mal, kann ich mit dem Eispfeil vielleicht? Yo! Perfekt. Noch eine alte Steintafel, die ist jetzt uninteressant für mich, weil die gibt fast nichts mehr. Schade, so eine neue Steintafel wäre bestimmt ganz cool gewesen. Ach, ich sollte echt viel mehr den Eispfeil benutzen. Gegen Feuerwarane und so einen Scheiß, weil die machen da richtig Schaden. Guti, 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 guti. 1 Stunde und 14, das wird ein ziemlich langer Part. Aber warum eigentlich nicht? Tut ja nicht weh, ne? Dauert nur lange beim Uploaden. Ja, ich habe jetzt die Videobildtiefe erst einmal verlustfrei gemacht. Und das war jetzt nicht so geil. Weil verlustfrei ist viel zu groß. 20 Minuten sind da locker mal, wie heißt's? Naja, verlustfrei. Verlustfreies Video ist da locker mal, Dingsbums. 50 GB groß. Ja. Für 25 Minuten, ne? Und das ist dann auch auf Dauer echt zu viel. Also so viel. Ich habe zwar eine Terabyte-Platte allein nur für die Spielevideos drin, aber ich kann ja nicht irgendwie permanent... Obwohl, die müsste ich eigentlich auch mal wieder aufräumen. So, hier muss ich jetzt vorsichtig lang gehen. Ah!
Oh Mann, Happy, du gehst mir gerade auf den Sack. Viel zu hoch. Meine Fresse, wie die schreien, ey. Da kriegst du echt einen Krampf im Ohr. So, Feuerball ist hier eigentlich ganz gut. Vor allem... Ups, das ist oben drüber. Knochen eines Goblins. Ja, der sieht eigentlich genauso aus wie der Turm von Xardas. Ja, Xardas hat jetzt nicht großartig Lust, seine Türme zu ändern. Aber ich glaube, was Besonderes gibt es hier jetzt nicht. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. So, bam, 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 bam. Oder? Nee. Das ist halt alles ein bisschen eng hier. Das bedeutet so einfach. Ja, der Dämon ist natürlich immer, ey. Das war klar, das war gut, dass ich da gespeichert habe. Gucken, ob der Feuerball mehr Damage macht. Ja, komm her, Dämon. Das ist natürlich übel, der Dämon, ne? Kommt er hier durch? Nein. No, der hat gut gefressen. Ich will mir eigentlich meine Safe-Position hier nicht... Alter, der ist ja fast so schwer wie so ein Drache, ey. Ich glaube, das sind auch die stärksten Kreaturen, die du beschwören. Oh, 500 ist natürlich viel, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Naja, ich bin hier. Was haben wir denn hier? Pech? Die gehen einem auf den Sack, die Goblin-Skelette. Die gehen einem wirklich auf den Sack, weil die so klein und flink und hässlich sind. Kannst hier nicht mehr in Ruhe umgucken. Na, ja, ich habe natürlich jetzt keinen Mana mehr. Lass mich raten. Irgendwo in der Nähe gibt es ein Bett. Gletscherquarz. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Gucken, ob es hier in der Haupthalle irgendwas gibt. Paladinschwert, Schwefel. Na gut, wer einen Dämon hier reinlässt und vier Goblin-Skelette, der muss sein Zeug nicht abschließen. Gut, hier ist noch ein bisschen Magie. Meisterdegen. Meisterdegen, benötigte Geschick. Oh, geil! Meisterdegen, Meisterdegen! Oh, wie geil ist das denn? Rapier dachte schon, ist geil, aber hier, guck doch mal, einfach alle. Oh, super. Und wir haben 60 Geschick. Oh, geil.
Geil. Ich glaube, da kann ich den ganzen Rest wegschmeißen. Oh, Meisterdegen ist der Hammer. Musst du dir mal geben, ey. 60, du brauchst wirklich nur 60 Geschick und dann hast du Meisterdegen 120 Schaden. 60 Geschick und einen Talentbonus plus 10. Ich glaube, die ganzen Lernpunkte, die brauche ich nicht in Stärke reinballern. Die kann ich wirklich in Mana stecken. Das ist natürlich sehr hart, ne? Ich habe jetzt schon viel. Ja, Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Na, der ist natürlich geil, der Meisterdegen. Wo? Was macht der denn da oben? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Ja, super. Wie kommen die denn da hoch? Kann mir das mal bitte einer verraten? Kriegst du doch einen Krampf, ey. Ja, die Tränke bringen natürlich fast gar nichts mehr, ne? Warte mal, was frisst denn der Feuerball? Eispfeil. Magieschaden 50 zu 10. 15 zu 75. Ja gut, die geben sich jetzt beide nicht viel. Habe ich irgendwas, wo ich mal richtig Damage machen könnte? Den ganzen Scheiß gar nicht verbraten müssen. Ja, übertreib doch mal bitte. Hallo, ich würde den Suchenden gerne looten. Dafür, dass der mir so viel Damage gemacht hat. So, was haben wir denn hier? Runenstein, Rune, Spruchrolle, Rune, schwarzes Erz. Ich weiß immer noch nicht, was das schwarze Erz bringt. Gibt hier wenigstens irgendwie Erfahrung? Nee, kann ich nicht lesen. Gut, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Oh, wir haben einiges an Runen, ne? Okay, wir haben Angst, Feuerpfeil, Eispfeil, Feuerball, Licht, mittlere Wunden heilen, heiliges Licht, Goblin-Skelett, Klaubelia, Teleport zum Großbauer, Kloster, Burg, Dämonenturm, Xardas, Taverne, jo, wir haben jetzt hier, den haben wir, glaube ich, gekriegt, ne? Gut, jetzt will ich mich aber nochmal heilen. So, das war Xardas Turm. So. Boah, wir brauchen echt nochmal von diesem schnellen Hammer. Die Fackeln sind natürlich alle hier magisch. Ist ja klar. Gut, das war Xardas alter Turm. Wir haben jetzt hier unten alles begutachtet, was wir so begutachten können. Jetzt könnte ich mich eigentlich auf den Weg zum Feuerdrachen machen. Lauf, Johnny, lauf! Schneller, du Schwein! Da hoch, da oben waren wir. Okay, dann gehen wir hier lang.
Ist ja egal, wir haben ja jetzt größtenteils alles aufgeräumt, bis auf die Eisregion. Und den Feuerberg, der wird natürlich auch nochmal ordentlich was haben. Oh, okay. Hier gibt es noch ein paar Orks. Gut, den machen wir noch. Stufe auch noch gestiegen. Oh, perfekt. So, hier haben wir noch ein paar Kreaturen. Die mache ich aber beim nächsten Mal. Dann speichere ich nämlich hier ab. Ich muss nämlich kurz Baby machen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Reinschalten und Zuschauen. Der Zukunftsgraf, der wird sich wahrscheinlich während der Premiere mit euch unterhalten und bis zum Ende zugucken. Also von daher, ja. Danke fürs Reinschauen nochmal und wir sehen uns dann im nächsten Part und schönen Abend noch. Wir sehen uns. Bye bye. Ciao.